Harald, jetzt reiß dich zusammen. Heidi, hast du unseren Bundeskanzler schon mal kennengelernt? Nee, ich kann es gar nicht abwarten. Also er ist ein absolut telegener Mensch. Du siehst ja blaue Augen, verstehst du? In Amerika war er ja gerade, hast du ihn gesehen, irgendwo im Dings, in den Tagesthemen, Nachrichten oder so? Nee? Beim Meister Clinton? Also, die Damen, er kommt, du reißt dich zusammen. Wen immer weiter weiß, greifst du ein. Helmut, du hältst dich ganz zurück. Und Peter, Sugar, Sugar Baby. Also, es ist mir eine Ehre, weil bei uns war er noch nicht, aber heute ist er da. Herzlich willkommen, unser Bundeskanzler Gerhard Schröder. Guten Abend. Bitte schön. Bitte sehr. Kennen Sie alle in der Reihe? Ich kenne alle, am besten natürlich Peter Kraus, das ist ungefähr meine Generation. Heidi? Nee, ich habe das ja alles mitbekommen, damals mit Conny Forbes. Ja? Ja. Das können Sie nicht wissen, waren Sie noch nicht geboren. Ich komme aus Solingen, wir hatten in Solingen gelebt. Ach so. Und unser deutscher Export läuft, da können wir nicht meckern, Heidi. Das ist in Amerika, räumt sie für uns ab, Heidi Klum. Wenn ich genau weiß, in New York, ne? New York, ja, ja. So, Herr Bundeskanzler, also, Sie sehen, fröhlicher Empfang ist auch mal ganz entspannend in einer Runde, wo es nicht um Stress und Dingens geht. Kann man sagen, ja. Ja. Aber nun ist es ja auch so, also ich habe Sie auch unbedingt gewollt, wir alle haben Sie gewollt und jetzt sagen wir 100 Tage und wir reiben uns die Augen und sagen, Mensch, kriegen die nicht auf die Reihe oder was ist los? Na, wir kriegen schon was auf die Reihe, haben wir auch gekriegt. Aber wie das so ist am Anfang, wenn man sich zu viel zumutet, das haben wir gemacht, in zu kurzer Zeit das aufzuholen, was liegen geblieben war, dann schleicht sich der eine oder andere handwerkliche Fehler ein. Dafür haben wir auf den Deckel gekriegt und die Ermahnung, es besser zu machen, werden wir tun. Harald hat auch gelitten am Anfang, gell? Und gucken Sie, der Mann strahlt jetzt in der Späte der Nacht. Gelitten? Gelitten? Nein. Nein. Sie haben ja auch gesagt, Sie haben Spaß am Regieren. Wenn man aber so früh die Zeitung aufschlägt und sagt, ich will ja eigentlich alles richtig machen und rechts und links auf die Backen. Wollen Sie manchmal gleich wieder ins Bett gehen? Nein, überhaupt nicht. Wenn es allzu dicke kommt, lege ich die beiseite. Und im Übrigen weiß ich, es ist nicht leicht, jeden Tag eine Zeitung vollzuschreiben. Das ist ja auch eine Leistung. Und von daher muss man sich gefallen lassen, wenn man den Job, in den ja einen keiner gedrängt hat, ich habe mich ja bemüht, im wahrsten Sinne des Wortes, dann muss man damit rechnen, dass man auch kritisiert wird. Damit kann ich umgehen. Mhm. Besser als Stars. Ja, naja, nur wir haben ja inzwischen auch eine entspannte Haltung. Wenn man irgendwo merkt, also was einen die Umhaut macht, einen stärker, geht's ja. Wir haben ja alle schon mal gesagt, lassen wir es bleiben. Also eher nicht, aber wir sensibleren, Helmut, gell? Ja, genau. Ja, ja. Nun denkt man ja immer so, also der Bundeskanzler, wenn er sagt, so wird's gemacht, dann wird's auch so gemacht. Unterschätzt man so Ihre Macht, indem Sie einfach sagen würden, wenn ich könnte, würde ich es ja so machen, aber ich kann halt nicht. Ja, das habe ich ja immer als kleiner Junge gedacht. Da ist man ja gefragt worden, also wenn du einen Tag die Welt regieren könntest, was würdest du machen? Und die Antwort lautet, alle Menschen glücklich, alle Völker friedlich. Ist schwieriger, wenn man es machen muss, weil in einer Demokratie nicht einer allein Macht hat. Das soll auch nicht so sein. Es gibt viele Gruppen, Wirtschaft, Gewerkschaften, Medien, die Macht haben, Macht ausüben. Und in einer Demokratie ist Politik vielfach, Leute zusammenzubringen, Dinge, die kontrovers sind, auszugleichen. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich war auch nicht immer dieser Auffassung. Mhm. Nun haben Sie ja ein bisschen Roomsharing gemacht. Ich glaube, Ihr Vorgänger hat ja im Kanzlerbungalow noch gewohnt und Sie schon. Habt ihr euch da manchmal gesehen und gesagt, Mensch, welchen Schnaps bringe ich jetzt dem Jelzin mit oder welche Zigarren dem Clinton, was er damit macht, wissen wir ja. Aber immerhin, wie kann man sich da so ein bisschen austauschen? Nein, mit Helmut Kohl war das so. Er sagte mir, der weichende Kanzler, wie er das ausdrückte, der kann auch immer so ein bisschen im Bungalow wohnen. Das ist die Dienstwohnung des Bundeskanzlers. Ich habe gesagt, Herr Bundeskanzler, selbstverständlich bleiben Sie so lange, wie Sie gerne möchten. Dann sagt er, das ist gut, dann bleibe ich so lange, bis wir nach Berlin gehen. Und das ist auch richtig im Übrigen. Ich tue das auch gerne, weil er dort sehr lange war, sicher auch sehr viele persönliche Gegenstände hat.
ich bin jetzt gezogen in Adenauers Ruheräume, ehemalige. Die sind 40 Jahre dann als Büro genutzt worden, wurden dann ein bisschen hergerichtet. Und da lebe ich so wie einer, der auf Montage ist. Und ist da Veta der Geist der Geschichte? Ja. Also, ich habe ungefähr 6 Stunden Zeit zu schlafen. Da weht kein Geist, auch nicht der Geschichte. Aha, das ist... Ich meine, wenn man wirklich diesen Beruf angestrebt hat und dann eigentlich glaubt, so geht's, und dann jeden Tag merkt, es dauert, haben Sie schon mal dran gedacht, hätte ich es nur gelassen oder gab es den Moment nie? Nein, es gibt ja diese schöne Geschichte, die stimmt auch. Anfang der 80er Jahre, ich war junger Bundestagsabgeordneter, war ich nach einer etwas längeren Nacht in der Nähe des Kanzleramtes. Und da gibt es einen riesigen eisernen Zaun und da habe ich wirklich gerüttelt und gebrüllt, ich will da rein. Und jetzt warten viele drauf, dass ich von innen brülle, ich will da raus. aber das wird nicht so. Ich weiß nicht, was das jetzt für ein Beifall ist, natürlich. Aber das wird nicht passieren, jedenfalls so schnell nicht. Also nach 100 Tagen, nochmal 100 Tage ist kein alles Problem. Alles kein Problem. So, Harald, komm. Was mich fasziniert ist, dass Sie gesagt haben, ein bisschen wie auf Montage. Das Schöne ist ja bei Montage doppelter Spesensatz. Ne? Das mag so gewesen sein, aber wie ich meinen Finanzminister kenne, hat er das auch schon wieder abgeschafft. Ne? Und noch was, habe ich das richtig? Sie sagten zu Helmut Kohl, also Herr Bundeskanzler, ja? Ja, das war in der Zwischenzeit. Reden Sie sich gegenseitig mit Herr Bundeskanzler an? Nein. So wie wir, Herr Moderator, Herr Abendmoderator, Herr Spätabendmoderator. Herr Kanzler? Ja. Heidi, du bist da, wie gesagt, jetzt viel unterwegs, aber eine Frage an den Bundeskanzler. Was interessiert dich am meisten? Ob die Haare gefärbt sind oder nicht. Nein. Also, ich habe es versucht, schon unheimlich oft zu erzählen. Es ist nichts. Es ist nichts. In Deutschland im Moment. Aber ich bin ja auch bereit, das überprüfen zu lassen durch unabhängige Fachleute. Wenn wir einen hier hätten, würde ich eine Locke opfern. Es ist alles echt. Wir hatten vorher eine Diskussion sozusagen, das geht ja sozusagen über die Nahrungsketten. Also erst haben wir würden, weil du es ansprichst, wir würden ja gerne mal gucken, ich kann doch mir hier nicht vor der Nation die Haare rausrupfen lassen. Ich fahre lieber eine alte Dame aus dem Publikum heim. Das war sozusagen ein Angebot. Ja. Wir haben viele alte Damen und wir haben 3 Fachleute. Wir können eine alte Dame heimfahren und wir können die Haare testen. Wir können auch die Haare der alten Dame testen und sie fahren alleine heim. Also, aber wenn wir es testen dürfen, testen wir es. Wenn er welche hier habt. Ja, wir haben extra gesagt, also wir haben ihr zur Sicherheit... Ich habe es befürchtet. Eigentlich wollte ich das Leichtere und Angenehmere tun, nämlich wirklich, wenn ich die Wette verlieren sollte, die älteste Dame, die hier im Raum ist und die will. Die westfälische Frieda. Und die aus Münster kommt, die würde ich gerne nach Hause fahren. Ja. Ich weiß schon, was der Schmidt sagen wollte, aber... Nee, ich dachte, er fährt Thomas Gottschalk ins Hotel. Nein. Harald. Wir machen unsere Wette und dann wird mal getippt und dann sehen wir ja, was wir treiben. So, ja. Also, wir haben ein deutsches Bier und Sie sehen, was mit deutschen Autos... Wir haben ein bisschen darauf Wert gelegt, dass es auch eine gewisse Exportwette sein kann. Jürgen Hempel und Ulrich Exler aus Bad Waldsee bei Ravensburg wetten, dass Sie mit einem Rad Ihres Wohnmobils innerhalb von 2,5 Minuten einen Bierkrug um 360 Grad drehen, dass dieser dabei weder umfällt noch einen Kreis von dem 30 cm Durchmesser verlässt. Also die dürfen das nicht so hin und her schieben. Das heißt, wenn dann nur in dem Radius und müssen es am Ende um 360 Grad gedreht haben. Mit dem Reifen eines Autos. Sie haben keinen Monitor im Wagen, nur per Ansage. Ich stelle Ihnen die Herren vor. Hier sind Jürgen Hempel und Ulrich Exler. Guten Abend. Guten Abend. So, bitte, meine Herren. Die Kanzlerwette.
hier das Bier abstellen. So, da steht es. Und dann werdet ihr mit diesem Auto so ranfahren, er sitzt im Wagen und er gibt die Kommandos. Was macht ihr im richtigen Leben? Wir arbeiten in der Reisemobilindustrie. Baut diese Autos? Baut diese Autos, ja. Ja. Deutsche Wertarbeit, man sieht ja auch im Ausland überall rumfahren. Richtig. Macht Spaß. Selber schon Urlaub gemacht mit so einem Ding? Ja. Ja. Harald, schon mal Campingurlaub gemacht? Ja, nur. Nur. Bin ich beruhigt. Auch gezeltet und so, mal in Florenz, wo dann die Italiener um 4 Uhr morgens zurückgekommen sind und noch vor meinem Zelt ein bisschen auf und ab gefahren. Habe mich dann teilweise direkt unter Auspuff gelegt, da war die Luft besser. Gut. Also Harald kennt die Geschicke des Campers. In eurem Auto ist die Luft wunderbar. Vor allem geht es jetzt nur ums Bier. Richtig. Und ihr sagt, ihr schafft in 2,5 Minuten dieses Ding einmal rumzudrehen. Herr Bundeskanzler, möglich oder nicht möglich? Deutsche Männer, deutsches Auto. Eben, deswegen schaffen sie es. Gut. Bundeskanzler sagt ja. Wenn nein, reden wir über ältere Dame und Haartests. Und bitte sehr, okay. Ihr steigt ein. Ulrich geht ans Steuer. Jürgen richtet das Glas aus. Wir werden das Auto jetzt in Position bringen. 2 Minuten, 30 Sekunden sind insgesamt Zeit, um das Glas einmal um 360 Grad zu bewegen. Der Fahrer hat keinen Monitor im Auto. Er achtet nur auf die Kommandos von Jürgen. Und ihr sagt mir bitte, wenn ihr fertig seid, 2 Minuten, okay. 30 Sekunden und ich sage top, die Wette gilt. Links, 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 stopp, vor, das Bierglas darf nicht vor, umfallen. Vor, stopp, rechts, und rechts, es darf auch rechts, nicht aus rechts, dem rechts, rechts, stopp, Kreis geschoben werden. Stopp, rechts, 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 stopp, zurück, 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 stopp, rechts. Rechts, 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 stopp, vor, 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 vor. Ihr habt noch knapp 2 Minuten. Vor, 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 stopp, links, gut, vor, 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 stopp, links, 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 links. Noch 1,5 Minuten. Vor, vor, stopp, links, links, vor, 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 stopp, rechts, rechts, stopp, vor, vor, stopp, rechts, rechts, stopp, vor, stopp, links, 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 zurück. Und noch zurück, eine. Zurück. Zurück, stopp. Minute. Rechts, 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 stopp. Zurück, 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 stopp. Langsam zurück, zurück, zurück. 45 Sekunden. Zurück, zurück, stopp. Vor, 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 stopp. Links, stopp. Zurück, 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 stopp, vor, 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 stopp, links, stopp, vor, 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 stopp, links, stopp, zurück. Noch 15 Sekunden. Zurück, zurück, halt, ah, links, 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 stopp, vor, vor, stopp, links. Stopp. 5. Zurück. 4. 3. Zurück. Stopp. Ha! In der Moment, jetzt sehe ich das. Jetzt sehe ich das Gewinnjingle. Ja, und da ist leider jetzt doch beim Schiedsgericht die Erkenntnis gedämmert. In letzter Sekunde. In letzter Sekunde. Woran hat es gelegen? Okay, nicht so unglücklich. Es ist doch, Wetten sind doch dazu da. Jeder hat gesehen, es war fast, fast soweit. Also, ihr hattet gewendet gehabt.
Es ist ganz, guck mal. Und so, bitteschön, einmal wenigstens. Das war die Sache wert. Der Kanzlerbonus. Tut mir leid. Wir sind so unglücklich nicht. Wahrscheinlich die Aufregung. Wahrscheinlich die Aufregung. In der Sendung ist ja was anderes als beim Training. Ja, eben. Kenn ich. Der Training ist einfacher, als das zu machen. Dankeschön, meine Herrschaften. Also, Jürgen, nicht traurig sein, knapp verloren. Ulrich, Respekt trotzdem. Und es ist ja fast geglückt. Dankeschön und auf Wiedersehen. Danke. Herr Bundeskanzler, also, aber weil ich... Wir lassen abstimmen. Weil ich den Kanzlerbonus gerade erwähnt habe, Sie haben die Wahl, wie wir jetzt umgehen. Wir haben ein Färbespezialistenteam, die Haartests machen, und wir haben viele alte Damen, die scharf drauf sind von Ihnen. Wir lassen abstimmen hier. Demokratisch, okay, so. Wer ist dafür, dass wir den Haartest machen? Sind es die Haare des Bundes? Moment, Handmeldung, das geht ja wie im Bundestag. Wir machen Rösselsprung. Also, wer ist dafür, dass wir Haartest machen? Ja, wer möchte, dass er eine alte Dame heimbringt? Na, Harald, eine Stimme. Gut, damit machen wir. Gibt es denn schon eine Bewerbung? Auf einmal sind sie alle älter. Also, Alter, wer ist über 70? Über 70? Ne, Frau, ja. Über 70? Na, wenn er sie heimfährt, kommt er nicht mehr zurück. Gut, wir werden das rausfinden. Also, Sie machen Chauffeurdienst, ja. Haben Sie da so richtig mit Motorrädern vorne raus oder sehr bescheuert? Nee, nix. Also nicht, wie man sich das so vorstellt. Die Amerikaner machen ja einen riesen Hetz damit. Wir haben keine vorweg, aber dahinter. Hinterher. Also, Keine Motorräder. Großer Bahnhof. Sie werden nach Hause gebracht. So, jetzt ein ganz besonderer Anlass. Beautiful. Hello. Oh, it's so great to have you and it's an honor. Thank you for having me. So, we've got our chancellor and you. I just say hello for a second. Oh, sure. I mean, it's our Clinton, but he's way nicer. This is a nice guy. That's okay. Hello. It's all right and it's okay. How are you, dear? Oh. That's Harald. Let's forget him. Oh, hi. Yes, that's only Harald. Okay. Whitney. Yes. Okay. So yes. it's always great. I mean, but he has to bring home a lady, so I have to be a bit careful. Er hat versprochen, dass eine Dame heimfährt. Oh. But you know how to get home. Yes. Okay, so he doesn't do it. No, he's going to find somebody else. Okay. I'm a lady, but he can't take him. Okay, he can't take him home. Okay, no. Thank you very much. Uh-huh. He has to bring some lady home. That's what he promised. So, but it's been not me. No, it's an old lady. We talked about an old lady, so it's not you. I'm already. Whitney, what a pleasure. Thank you very much. I get thank you. Thank you. Bye bye. Bye bye. Thank you, Whitney. So, bei meinem Job bleibt man natürlich gute Frauen kennen. Aber Sie kennen Frau Albright jetzt. Übrigens eine taffe Frau und eine charmante Frau. Ja. Von daher, ich halte sehr viel von ihr. Mhm. Aber wir haben ja auch taffe Mädels bei uns. Ja, der eine sagt so, der andere sagt so. So, also jetzt kommen wir zu unserem Wettaufruf. Sie wissen, wir brauchen immer wieder, ihr habt gekämpft. Aber was soll ich machen? So, jetzt. Wir suchen eine Dame, moralisch gefestigt, politisch flexibel, die sich von unserem Bundeskanzler heimfahren lässt. Sollte eine alte Dame sein. Ja. Nix Möllemann, der läuft. Aber außerdem ist er mit Flugzeug hier. Dietler Möllemann. Sie kommen so heim, hä? Ja, ja. Nein, wir suchen eine ältere Dame. Ja, würden Sie freundlicherweise mal aufstehen, den Rest trage ich Sie dann. Ist das? Trauen Sie sich. Na, jetzt ist die Chance. Sagen Sie ihm alles, was Sie immer sagen wollten. Ältere Dame, tut mir leid. Ist da oben eine? Also, dann, ich würde sagen, also hier, dann nehme ich, da habe ich mich vorhin, Miss Ellie, wo ist sie? Ich habe sie vorher schon, da hier. Also einfach, doch, das ist doch, also geradezu eine, bitteschön. Ist egal, wenn Sie anders heim wollten. Sie werden verschleppt. Kommen Sie mit. Sie sind hier aus Dortmund. Wo kommen Sie her?
Neuseeland. Wesel ist nicht so weit. Wie weit ist das? Da machen wir Staffette. Sie übernimmt dann die Polizei irgendwann. So. Wer ist? Kommen Sie mit. So. Bitte schön. So. Sie sind da also nervlich, kommen Sie mit der Sache klar. Ja. Ist ja netter, gell? Das guck ist mal. Das schaffen wir schon. Das schaffen Sie schon. Also. Bischof, wo müssen Sie hin? Frau Bischof, ich müsste nach Kranenburg, Niederrhein. Am Niederrhein? Ja. Da müssen wir ein Stück mit dem Boot fahren. Oder fahren Sie echt heute noch nach Hause? Nach Wesel. Nach Wesel? Wie viele Kilometer sind das? Ich bin mit den Kindern hier. Wie viele Kilometer sind das nach Wesel? Von hier aus, ich schätze mal 70. Bis zur Ortsgrenze, würde ich sagen. Wie weit ist das? Also bis 70? Aber Sie müssen ja nicht 70 fahren. Ja. Na, bis zur Ortsgrenze, würde ich sagen. Oder wir sind mit dem Auto gekommen. Ja. Also, dann fahren wir Kolonne. Das Familienauto wird in die Kolonne eingebaut. An der Ortsgrenze machen wir friedliche Übergabe. So, okay. Okay. Gut, alles klar. So machen wir. Wir fahren, bitteschön. So, dann ein paar. Bitte sehr. So, das ist, Dankeschön. Also, Herr Bundeskanzler. Kommt die Familie bitte sozusagen in die Kolonne einordnen. Ihr ordnet euch in die Kolonne ein, ihr habt dann freie Ausfahrt und Oma fährt voraus. Oder sind Sie, ja? So machen wir das. So machen wir das. Okay, so. Also. Ihr kriegt das organisiert. Oh, bitteschön. Da haben Sie mal. Endlich ein bisschen was Nettes im Rückspiegel. Bitteschön. So, nehmen Sie Platz. Handtasche bringen wir mit. Familie fährt wo vor. Wo ist die Familie? Familie, ja, da, guck mal, die Zigarren, statt beim Clinton abzugeben, raucht er selber hier. Ja, ja, ja. Erwischt. Herr Bundeskanzler, hat mich sehr gefreut. War mir eine große Ehre. Wir sind verurlaubt, bitteschön. So. Wir müssen also nur die Familie haben. Die Familie kommt sozusagen, ist schon unterwegs. Es passiert nicht mehr viel, also sind Sie ganz beruhigt. Am Montag wird die Sendung im Fernsehen wiederholt, da sehen Sie auch. Gut, bitteschön, zwei Telefone. Also wir müssen jetzt ein grünes. Uns verabreden, wie wir Sie, kommen Sie her. Kommen Sie her. So. Grüß dich, danke. Hallo, grüß dich, danke. Wie das geht wir da, das geht da. Da vorne, Servus. Übernehmen die anständig, gell? Sie sagen. Okay, alles klar. Gut, wir sind. Tschüss. Tschüss. Wahrscheinlich hat er. Musik wird nicht so toll sein, die er dabei hat, aber ansonsten. Achso, nee, Herr Bundeskanzler, da vorne rein. Oma kommt am Schoß. Sie machen Sicherheit, immer so nebenherlaufen, okay? Setzen Sie sich hier hin. Okay. Kanzler schiebt. Na ja. Ich gehe okay. Raus und dann organisieren. Das auch. Ist. Okay. Alles klar. So. Okay. Okay. Auf Wiedersehen. Gut. Und Dankeschön. Servus. Wiedersehen. Herr Bundeskanzler macht den Shuttle-Dienst. Servus. Kanzlerwagen hat keinen Rückwärtsgang. So. Oh, schafft er das? Ja, okay. Fahrt durch, ihr seid gepanzert, wir nicht. So. Okay. So. So. Oh. Oh. So, das schaffen wir. So, gut. Die Frage, wer ist Wettkönig, bewegt uns natürlich. Aber erst müssen wir hier. Das wird noch. Oh, hey. Beste. Gut. Ja. Peter. Stark. Muss noch jemand nach Hause? Jetzt fragen wir uns, wer ist Wettkönig? Wir haben natürlich gehabt zu rechnen. Sie haben angerufen. Oh, wow, wow.